Guten Morgen, Montag früh, der Vlog startet wild, beziehungsweise nicht der Start, aber ein kleiner Teil davon. Ich bin gerade auf dem Weg. Ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, so lange etwas so gar nicht zu kommunizieren. Es gibt natürlich immer so ein paar Mäuse in der Community, die haben überall ihre Finger und Augen. Nein, aber ich fahre gerade in die Manufaktur. Ihr wisst es, ich habe vor einem halben Jahr war ich schon mal hier und habe die Manufaktur mir angeschaut und habe mit den Mitarbeiterinnen dort gesprochen und habe mich dafür entschieden, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten für, ja, ich schwank ehrlich gesagt noch so ein bisschen zwischen, ist es eine neue Marke oder ist es ein Teil von Magiamo? Wahrscheinlich wird es beides in einem werden. Ich darf heute die Ware abholen. Die Ware musste jetzt 4 bis 8 Wochen, glaube ich, ruhen und sich setzen. Und dann kann ich sie abholen. Für mich ist heute aber ein bisschen stressiger, weil ich gleich, sobald ich zurück bin, die Ware verladen habe, den Koffer fertig packen kann. Und dann geht es nach Düsseldorf. Da nehme ich euch selbstverständlich auch mit. Morgen ist ein Event von L'Oreal. Die haben ein Skincare Summit. Freue ich mich drauf. Ich muss dazu sagen, vielleicht habe ich schon gesagt, ich weiß es nicht. Das ist nicht die typische Woche. Ihr wollt ein Teil von meinem Alltag sein. Und mein Alltag ist meistens vermutlich sogar noch ein bisschen langweiliger als eurer. Mein Alltag findet meistens zu Hause statt. Diese Woche absolut gar nicht. Bin die letzten 4 Wochen nur unterwegs gewesen. Und ich freue mich darüber, weil mir das so ein bisschen gefehlt hat. Ich war zwischendurch so ein bisschen traurig, weil ich, bevor ich angefangen habe mit Social Media, habe ich halt immer bei anderen Creatorinnen und Creatern gesehen, die waren jede Woche hier, die waren jede Woche da, die waren immer und überall unterwegs. Und als ich angefangen habe, war ich natürlich noch zu klein und dann war die Pandemie. Und nach der Pandemie war es nicht mehr so, wie es vorher war für in dieser Industrie. Und so langsam fängt es wieder an, dass es ein paar Veranstaltungen gibt, die auch außerhalb von Berlin sind. Die meisten Veranstaltungen sind einfach in Berlin. Aber wir waren ja vor ein paar Tagen in Amsterdam. Ich war in London. Jetzt geht's nach Düsseldorf. Und in ein paar Wochen geht's schon wieder nach Paris. Da freue ich mich sehr drüber, weil ich liebe es zu reisen. Und wenn ich mir schon nicht die Zeit nehmen kann, in den Urlaub zu fahren, um die Städte so zu bereisen, dann mache ich das natürlich sehr, sehr gerne mit Brands und mit Arbeit verbunden. Nichtsdestotrotz muss ich mich jetzt so ein bisschen sputen. Ich habe zwar noch 30 Minuten Fahrt vor mir. Das ist eine kleine Manufaktur hier in Brandenburg, die alles wirklich per Hand machen. Und das war mir halt super, super wichtig. Ich wollte, die meisten Influencer-Brands, die rund ums Thema Kosmetik sind, sind entweder Tools, die hatten wir schon, und dekorative Kosmetik. Aber ich weiß, und ihr wisst es auch, dass ich niemals, oder was heißt niemals, aber aktuell nicht die Qualität zu dem Preis geben kann, den ich euch mit anderen Brands zusammengeben kann. Deswegen habe ich mich von dekorativer Kosmetik so ein bisschen distanziert und wir gehen eher in den pflegenden Bereich. Aber mehr dazu, sobald es online ist. Jetzt hole ich die Ware ab. Vielleicht darf ich euch so ein bisschen was drin zeigen. Ich glaube, es sieht aber noch nicht in diesem Video. Und da muss ich mich sputen. Ich muss es noch ein bisschen üben. Selbe Aufnahme für euch. Anderer Ort für mich. Ich bin angekommen bei der kleinen Manufaktur. Unglaublich süß hier. Ich freue mich, die Mädels und Damen wiederzusehen. Es ist nämlich ein komplett frauengeführtes Unternehmen hier. Und das auch schon seit vielen, vielen Jahren und sehr, sehr erfolgreich, die mich auch bei meinem Traum so ein bisschen unterstützen. Und bin ja noch ein paar Minuten zu früh da. Ich habe jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Gehe einmal noch mal kurz die Bestellliste durch. Es ist nämlich schon eine Weile her, dass ich alles bestellt habe. Da das natürlich alles Handarbeit ist, was mir halt super, super wichtig war. Und deswegen freue ich mich, da gleich als Hahn im Korb einmal rein zu spazieren und Hallo zu sagen. Ich habe die nämlich schon eine Weile nicht mehr gesehen. Und dann geht's los. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe gerade noch mit meiner Mama und meiner Oma telefoniert. Ich sehe die im Moment total selten. Falls ihr mir schon ein bisschen länger folgt, wisst ihr, ich habe ja, bis bevor wir umgezogen sind, fast im Nebenhaus von meiner Mutter und im übernächsten Haus von meiner Oma gewohnt. Wir haben uns jeden Tag gesehen. Ich bin jeden Morgen zu meiner Mutter zum Frühstück gegangen oder sie ist zu mir gekommen. Mittags habe ich mich mit meiner Oma getroffen und das haben wir jetzt nicht mehr. Und da es im Moment so super, super viel los ist, schaffe ich es nicht mehr hinzufahren, obwohl es gar nicht so weit ist. Und das fühlt mir schon ein bisschen sehr. Ich bin halt so ein Mama- und Oma-Junge.
Die beiden habe ich großgezogen. Deswegen fehlen sie mir sehr, aber wir telefonieren ganz oft und schreiben ganz, ganz viel. Meine Oma hat ja jetzt auch ein Telefon und die weiß auch mittlerweile, ich kann ihr Foto schicken. Sie kann zwar kein Foto zurückschicken, aber sie kann es sehen. Egal, ich verquatsche mich hier, ich will euch gar nicht langweilen. Ich gehe jetzt rein, frage, ob ich mit dem Auto vorfahren darf, weil es ein Stückchen ist. Also die Manufaktur ist recht weit hinten und da muss ich jetzt einmal hinfahren. Egal, wir gehen rein. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe die Ware noch nie fertig, also klar habe ich die Ware schon fertig gesehen, aber nur die Samples und nicht die finale Ware. Ich hoffe, es passt alles hier ins Auto. Ich bin jetzt einmal schnell umgezogen. Ich habe noch eine Kleinigkeit mit Danny zusammen gegessen. Musste jetzt fast eine Stunde früher zum Flughafen, weil ich gerade eine Push-Benachrichtigung per Handy bekommen habe. Das ist wohl... Ich weiß nicht, ob ich das auf YouTube sagen darf, aber es gab ein großes Problem am Hamburger Flughafen und erfahrungsgemäß hat das dann immer massive Auswirkungen auf alle anderen Flughäfen. Und ich habe keine Lust, dass der Flieger ausfällt oder ich dann zu spät bin, weil die Sicherheitskontrolle so lange dauert. Deswegen bin ich jetzt schon am Flughafen. Kleines Outfit-Check, während der Fahrstuhl 4 Stockwerke runterfährt. Tasche, Koffer, Mantel ist, glaube ich, H&M oder C&A. Ich trage sehr, sehr gerne Klamotten von C&A. Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Erstmal, ich bin da. Ich bin in Düsseldorf angekommen. Ich zeige euch auch gleich die Roomtour. Aber irgendwas flackert. Seht ihr das? Egal. Es lief alles zu gut. Ich bin in Düsseldorf gelandet, konnte raus. Der Koffer war sogar schon da. Ich rausmarschiert direkt ins Taxi. Ich so, hey, ich muss ins Melia Düsseldorf, habe ihm sogar die Adresse gegeben, die in meiner E-Mail drin stand. Ich habe so eine E-Mail bekommen mit, hier ist dein Flug, hier ist dein Hotel, hier musst du da sein. Und ich habe ihm das gegeben, gehe ins Hotel. Nee, wir haben keine Buchung. Ich so, haben sie vielleicht beim einfach nur Maxim probiert oder Giacomo oder L'Oreal oder irgendetwas, was möglich wäre. Alles durch. Er sagt, hier ist mein Perso. Das muss doch hier sein. Nee, ich habe keine Buchung für sie. Ich dann angerufen, bis ich jemanden erreicht habe, hat einen Moment gedauert. Turns out, es gibt mehrere Hotels. Eins auf der Seite des Rheins und eins auf der Seite des Rheins. Sie haben aber die Adressen vertauscht und ich war im falschen Hotel. Jetzt bin ich im richtigen Hotel angekommen. Ich habe tierischen Hunger. Aber ich zeige euch jetzt erstmal das Zimmer. Ich bin in Düsseldorf im Melia. In welchem? Ich kann es euch ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Das ist einmal das Bett. Sieht richtig, richtig cool aus. Wir haben Fernsehen, eine kleine Kaffeebar. Und einen wirklich, wirklich schönen Ausblick. Ich zeige euch noch das Bad. Es gibt zwei Eingänge. Wir haben einmal die Dusche. Oh Gott, ich habe Angst, dass ich irgendwo gegenlaufe. Hier ist das WC. Und hier bin ich. Ich habe gerade schon gefragt, ob es Room Service gibt, aber gibt es, aber das Telefon ist kaputt. Social Anxiety hat richtig zugeschlagen. Ich hatte ja unten gefragt, ob ich Room Service haben kann, weil ich mich nicht unbedingt unten hinsetzen wollte und dann bei den fremden Leuten, das ist mir dann immer zu, da habe ich immer, ist mir immer unangenehm, wenn ich da alleine sitze. Ich weiß nicht. Ich habe kein Problem, ist ganz komisch. Ich habe kein Problem, in die Stadt zu gehen und mich alleine in ein Restaurant zu sitzen. Finde ich sogar manchmal wirklich schön. Aber in so einer Hotellobby alleine, weiß ich nicht. Hat mir irgendwie nicht so gefallen. Und dann habe ich mich hingesetzt, weil ich gedacht habe, komm, du bist mutig. Und dann habe ich gefragt, kann ich doch aufs Zimmer haben. Jetzt kriege ich gleich was. Und ich habe tierischen Hunger. Aber ich glaube, ich habe euch gar nicht gesagt, was ich hier in Düsseldorf mache. Es wird der erste Vlog. Und der wird gleich wild und völlig durcheinander. Gebt mir ein bisschen Zeit, bis ich mich in dieses Vlogging-Thema so wirklich rein
reingefuchst habe, weil ich, ne, ich bin ja kein Vlogger. Aber ich glaube, das ist mal ganz schön, auch für mich vielleicht in ein paar Jahren, das nochmal zu sehen. Ich bin hier, weil L'Oréal ein Skincare Summit hat. Also so eine Tagung, die geht über mehrere Stunden. Und es sind vermutlich sehr viele Skinfluencer hier, worauf ich mich sehr freue, weil ich das ein ganz, ganz spannendes Themengebiet finde. Und ich mich ja mittlerweile auch recht gut auskenne. Aber einfach natürlich nochmal was ganz anderes lernen kann. Das findet morgen hier statt, also am Dienstag. Zwischen 13 und 17 Uhr. Ich muss zurück um 18 Uhr und dann, glaube ich, um 19.30 Uhr geht das Flugzeug wieder zurück. Und dann komme ich recht spät zu Hause abends erst an. Aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich erzähle euch jetzt schon mal so ein bisschen, was in den nächsten Wochen passiert, in den nächsten Tagen passiert. Ich bin am Mittwoch mit Danny eingeladen zur Premiere von einer neuen Show. Im Friedrichstadtpalast. Ich habe leider den Namen vergessen, aber ihr werdet es in ein paar Minuten sehen. Und Donnerstag kommt meine beste Freundin zu mir nach Hause und wir drehen. Das ist das erste Mal, dass ich jemanden dabei habe zum Drehen, der nichts mit Social Media so zu tun hat, weil wir für eine Kampagne drehen wollen. Es geht so ein bisschen darum, dass wir so ein Best Friends Get Ready With Me haben. Und ich habe ja nicht so viele Freunde. Aber die Freundin, die ich habe, auf die ist immer Verlass, ist so ein Komplettpaket. Es passieren die nächsten Monate ganz viele spannende Sachen. Boah, ich habe so viel zu erzählen gerade, ne? Wird wirklich Zeit, dass wir mal so einen kleinen Vlog machen. Ich habe nämlich vor, ist auch schon wieder ein paar, bestimmt zwei Monate her, einen Artikel geschrieben, beziehungsweise nicht geschrieben. Ich bin in einer Zeitung und sollte da so ein paar schlaue Sätze mit dazugeben. Kommt im November, glaube ich, erst raus. Und im Zuge dessen passieren ganz, ganz viele Dinge. Einmal mit meiner besten Freundin das Video und dann das erscheint in der Zeitung. Ich habe ein paar spannende Reels mit Produkten, die es so noch gar nicht gibt, die erst in den nächsten Monaten rauskommen. Also wirklich recht spannend. Ich freue mich drauf. Jetzt hoffe ich, dass das Essen gleich kommt. Ich schaue mir jetzt erstmal ein paar Nachrichten an. Ich habe den ganzen Tag nicht so viel mitbekommen. Generell die letzten Tage. Ich weiß, es ist ganz viel passiert, aber ich habe irgendwie nie die Zeit gefunden, zu verstehen, was gerade passiert. Schaue ich mir jetzt einmal an. Wir sehen uns vermutlich morgen wieder. Ich sehe fertig aus, ne? Aber gut. Kennen wir schon. Schreibt mir jetzt gerne mal. Haltet mal das Video an und schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Vlogs findet. Ich werde jetzt natürlich nicht drei Videos die Woche mit Vlogs machen, aber vielleicht einmal im Monat, dann aber auch wirklich einen etwas längeren. Weil ich glaube, dass das... Also mein Wunsch ist es ja, dass es deutlich persönlicher wird auf meinem Kanal. Ich habe das Gefühl, auf der einen Seite ist es eine sehr, sehr gute Sache. Auf der anderen Seite stört mich das auch, dass ihr kennt nur Maxim Giacomo, aber ihr kennt nicht Maxim. Und klingt vielleicht total banal, aber mein Alltag ist ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist ja mein Alltag. Das hier ist absolut nicht mein Alltag, ne? Ist meistens recht ruhig. Aber wenn es dann aufregend wird, wie jetzt die letzten zwei Wochen und die nächsten zwei Wochen, dann glaube ich, ist es vielleicht mal ganz schön, wenn ihr so ein bisschen behind the scenes mitkommt. Weil Stories sind nach 24 Stunden weg. Hier kann ich viel, viel mehr reden. Das machen wir. Wie findet ihr die Idee? Ha, ich habe schon überlegt, ob ich nicht vielleicht doch endlich Burger-Vlogger werden soll. So oft, wie ich in letzter Zeit Burger gegessen habe, weil es selten... Es gibt ja kaum Auswahlhotels zum Abend. Aber es sieht gut aus. Taste Test. Guten Appetit, Maxim. Guten Morgen. Oh, ich mache mich gerade einmal fertig. Ich habe richtig, richtig gut geschlafen. Was selten ist in Hotels, weil erstmal die Bettwäsche ist halt immer irgendwie so, als wäre es Plastik. Und dann... Das ist kein Kissen, das ist... Ein Zustand. Aber hat gut geklappt. Freue ich mich sehr drüber. Ich war beim Frühstück, habe mich geduscht, habe mich fertig gemacht und bin so ein bisschen... ich weiß nicht so ganz, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, ich muss jetzt hier gleich aus dem Hotelzimmer raus. Es geht aber erst um 13 Uhr los. Jetzt ist es 11. Ich weiß auch nicht, ob ich mit anderen Leuten fahre. Also ich habe schon
eine süße Maus beim Frühstück getroffen. Und vielleicht fahren wir dann zusammen. Aber mal gucken. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Dann geht's wieder zurück. Ich freue mich immer wieder auf zu Hause. Oh Gott, das Reisekabel, Ladekabel. Ja, nee, ihr süßen Mäuse. Ich nehme euch gleich mit. Einen kleinen guten Morgen. Outfit zeige ich euch auch gleich noch. Ganz einfach, ne? Schuhe, Jeans, weißes T-Shirt von Tom Taylor, Hose von C&A. Und das Sakko ist, glaube ich, auch von C&A. C&A-Klamotten passen mir tatsächlich sehr, sehr gut. Okay, dann auf geht's. Und starten tun wir direkt mit meiner tollen Kollegin Katrin Jutzi. Katrin, komm doch einmal hier vorne zu mir. Einen hohen Anteil an dem sekundären Pflanzenstoff Lycopin, das sich nachweislich in der Haut ablagert und die Haut auch von innen schützt. Gegen Pigmentierung vorbeugt. Und der dritte ist das Retinol. Da muss man dann überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, mit Retinol einzusteigen. Also Retinol ist... Das hängt später dann auch sehr stark zusammen, dass wir Menschenrechte eine extrem hohe Priorität geben und auch mit einer kleinen Menschenrechtspolicy zum Beispiel im Unternehmen haben, um genau das auch immer einhalten zu können und jegliche Art... Ja. So, besser wird's nicht, ihr süßen Mäuse. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe jetzt gerade 5 Minuten probiert, die Kamera irgendwie hinzustellen. Klappt nicht. Ich bin wieder zurück in Deutschland, wollte ich schon sagen. In Berlin. Oder bei Berlin. War jetzt schnell einmal kurz bei DM und bei Rewe Frühstück holen. Ich habe mir schnell einen Proteinriegel geholt. Ich habe so einen Hunger. Ich habe ja gestern Abend dann nur noch was in der Lounge gegessen, aber war jetzt auch nicht so das Fahrer und habe dann auch auf der Veranstaltung gestern irgendwie kaum was gegessen, weil ich weiß es nicht, ich glaube, das ist, wird vielen so gehen. Ich mag es nicht so gerne, vor fremden Leuten im Stehen zu essen. Das ist wie, es fühlt sich, hat dann immer so ein bisschen was von Bistro und das ist dann immer so unbequem und dann habe ich Angst, dass ich mich vollklecke und dann habe ich einfach nur so ein bisschen an meinem Lupinensalat geknabbert. Ja. Deswegen schnell ein Proteinriegel, weil mein motivierter Maxim in mir sich vor einer Woche endlich mal einen Termin beim Sport wieder gebucht hat zum Training. Weil es der einzige Tag ist, wo ich eigentlich kann und wahrscheinlich auch die nächsten 2 Wochen. Aber, die letzten 3 Wochen. Aber der nicht motivierte Maxim von heute Morgen denkt sich, warum hast du das gemacht? Deswegen schnell was essen. Training. Dann muss ich noch, ne, dann geht's nach Hause, frühstücken mit Danny und dann geht's weiter. Also heute ist, los geht's. Morgen. Geht schon gut los. Ich habe ehrlich gesagt es nicht mehr geschafft, weiter zu vloggen. Ich glaube, die letzte Aufnahme, die ihr gesehen habt, war in Düsseldorf. Und das ist ja auch schon wieder ein paar Tage her. Es ist dann so ein bisschen viel passiert. Ich musste natürlich weiter arbeiten, also alles reguläre. Aber wir hatten ja dann immer noch, beziehungsweise wieder das Problem mit dem Strom hier unten im Keller. Und dann kam am Montag die Fliesenleger kamen und haben die Badewanne fast fertig gemacht. Nein, Quatsch, am Freitag. Und heute ist Montag und heute kommen sie wieder. Und parallel dazu sitze ich ja auch gerade an den Verpackungen für die neuen Produkte. Weil ich mir dieses Mal gedacht habe, weil es in der Vergangenheit schon oft der Fall war, dass die Verpackung dann meiner Meinung nach nicht zum Produkt gepasst hat. Dass ich erst die Produkte hier haben möchte und dann die Verpackung haben möchte. Für 2 von 4 verschiedenen ist sie auch schon fast fertig. Bei dem einen Produkt bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, wie ich das schön haben werde. Weil, also es ist was ganz anderes. Und es ist etwas, was von mir so ein bisschen aus dem Herzen kommt und so ein bisschen auch
mich, meine neue Person und meine neue Rolle so ein bisschen in ein Produkt bringt. Und das möchte ich natürlich auch in der Verpackung haben. Jetzt habe ich mir gleich ein bisschen Sport noch gebucht. Ich muss halt immer vorher anmelden, wann ich hingehe. Ich kann da nicht einfach so hingehen. Das habe ich jetzt gleich um 8. Es ist 7. Danny ist ganz schön krank geworden. Und heute kommen, wie gesagt, die Fliesenleger. Es ist ein random Vlog, aber ich glaube, ihr findet sowas gut. Ich hoffe, ihr findet sowas gut. Ihr könnt mir gerne mal ein paar Tipps in die Kommentare schreiben. Das hilft mir sehr, weil so bei meinen Beauty-Videos weiß ich, wie es funktioniert. Da weiß ich mittlerweile, was ich machen muss, wie die Kamera sein soll, wie die Aufnahme ist. Da ist es im Hintergrund immer schön, aber finde ich jetzt hier, ehrlich gesagt, nicht so schön. Ihr süßen Mäuse, startet wundervoll in den Tag. Also ich starte jetzt wundervoll in den Tag und bis gleich. Oh, seht ihr das? Es ist richtig, richtig kalt. Es ist wieder ein Autoteil-Vlog. Ich bin jetzt einmal schnell zum Sport gefahren. Ich glaube, ihr seht es im Hintergrund nicht. Aber ich habe mir letzte Woche, Freitag, hatten wir die Elektriker und Fliesenleger im Haus. Und da fällt natürlich immer ganz schön viel Schmutz an. Und wir haben auf der Treppe, erinnert ihr euch, wir hatten so einen ganz, 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 ganz schrecklichen Läufer, der von unten bis oben ins Schlafzimmer, Bad und Dannys Büro ging. Und das haben wir weggemacht und haben cremefarbene so Stufenkanten hingelegt. Und wenn im Herbst da jemand langläuft, dann ist es natürlich furchtbar dreckig. Ich habe mir dieses Reinigungsgerät geholt und alter Schwede, das ist so krass. Das ist wirklich, wirklich gut. Ich bin so eine Maus. Wenn mir etwas gefällt, dann will ich es auch haben. Aber ist ja, macht ja gar keinen Sinn, ne? Es kannst du dir für 21,95 €, glaube ich, ausleihen. Mir haben sogar ganz viele geschrieben. Ich habe ein Reel dazu gemacht, dass ich das auch bei Rossmann im Bauhaus, also überall kann man sich das ausleihen. Also werde ich das jetzt regelmäßig machen. Ich würde das gerne im Frühjahr dann nochmal machen. Jetzt ist leider schon zu spät, um die Matratzen einmal durchzuwaschen. Jetzt trocknet das nicht mehr draußen und die sind halt auch so schwer. Ne? Wir haben ja die Möbel übernommen vom Voreigentümer, unter anderem auch das Bett. Das war ja, also neu, er hat da ja nicht drin gewohnt. Und das sind die besten Matratzen, die es gibt. Die sind so richtig so Blumenmuster drauf und so. Also sehen richtig altbacken aus, sind aber wirklich, ich habe schon auf vielen Matratzen in meinem Leben geschlafen. Das sind die besten Matratzen, ja, auf denen ich jemals war. Also geschlafen habe. Egal, Freunde, mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen zu kalt. Ich gehe jetzt einmal schnell zum Sport, ein paar Minuten zu früh. Es macht hier nämlich erst um 8 auf. Und dann habe ich eine halbe Stunde einfach mal ein bisschen Kreislauf in Schwung bringen. Ich war ja seit dem Urlaub durchgehend krank. Und gestern war der erste Tag, wo es mir so viel besser ging, dass ich gedacht habe, okay, jetzt kann ich wieder normal durchstarten. Ich gehe jetzt rein zum Sport. Ich habe um 12 einen Termin mit meiner Versicherung, weil es da auch so ein paar Probleme gab. Das interessiert euch alles nicht. Freunde, ich gehe rein. Bis gleich. Ich glaube, an dieser Stelle wollte ich mich aus dem Vlog verabschieden. Ich sitze nämlich jetzt schon im Studio, habe schon so ein bisschen die Base vorbereitet, denn ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Ich habe den Vlog hier geschnitten und habe eine E-Mail bekommen. Hey, weißt du schon, wann du uns den Content anliefern kannst? Nicht so. Ist mir noch nie passiert, dass ich einen Content komplett vergessen habe. Haben auch noch ganz viel Zeit. Problem war, dass ich zum selben Produkt noch eine andere Kooperation hatte und die erste Anfrage dadurch irgendwie voll verschoben habe. Deswegen werde ich mich jetzt hier um das Video kümmern. Ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß mit dem Vlog. Seht es mir nach, wenn wir da erstmal so ein bisschen reinkommen müssen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht. Und ich habe auch schon ganz viele Ideen,
wie ich mehr vloggen kann und wie ich da so ein bisschen reinkomme. Gebt mir gerne ein paar Tipps, gebt mir gerne ein paar Tricks, die ich gerne mitnehmen kann. Und schreibt mir vielleicht auch ein paar Vlogger in die Kommentare, dass ich da mal so ein bisschen schauen kann, wie die es machen. Ihr süßen Mäuse, vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und mich auf diesem, ja, doch neuen Weg begleitet. Ich probiere einfach, mich immer weiter zu entwickeln. Ich weiß, ihr tut es auch. Wünsche euch das Allerbeste. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.